Hallo, heute bin ich mit meinem Team in Bayern. Wir zeigen euch, wie die internationale Woche hier aussieht. Und diesmal sind wir bei der Brauerei Kundenmüller. Hallo, Herr Kundenmüller. Hallo. Ich habe jetzt ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Und zwar würde ich jetzt erst gerne wissen, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, hier bei der internationalen Woche teilzunehmen? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, die Idee kam nicht von uns, sondern die Initiative kam, oder die Idee kam vom stellvertretenden Landrat, vom Herrn Pfister. Der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, ihr habt doch internationale Kontakte. Wir haben ja schon häufig Collaboration Pools gemacht, also Gemeinschaftssuche mit Alexandre aus Brasilien eben und auch mit den amerikanischen Kraftbuhren. Und ja, ich habe warum nicht? Ich frage mal Alexandre, der kommt, habe ihn dann kurz geschrieben. Ich habe aus Alexandre, wir haben quasi in der Woche gefeiert, möchte ich dabei sein. Und hat keine 10 Minuten gedauert, hat er geantwortet. Gerne, danke für die Einladung. Ja, das ist ja cool, dass es dann auch wirklich so international ist. Ja. Und was haben Sie denn für Erwartungen in Ihrer eigenen Veranstaltung? Ja, die Erwartung ist einfach, dass wir zusammen, jetzt auch mit Alexander, der hat auch Freunde mit eingeladen, die sind da, also wir haben wirklich einen schönen Tag haben und das einfach die unsere Freundschaft quasi leben können und den Tag genießen können. Das wäre sehr gut, an. Ja, wir haben auch schon das Drama und aus unserem Stück mit der Samba Truppe, also aus der Samba Truppe, drüben noch auf am Abend mit Muchas Gustos aus Bamberg haben wir gemacht für den Abend, die spielen dann mit Biergarten. Ja, und da natürlich auch, spielen wir natürlich auch mit Speisen. Wir haben zwei brasilianische Gerichte extra ausprobiert, die gibt es heute. Und unsere letzte Gemeinschaft sucht den Schlauchbruch. Da haben wir extra Fass aufgehoben, das gibt es halt auch wieder gar nicht. Das hört sich ja gut an, auch vom kulinarischen her. Und es gibt ja noch einige andere Ausstellungen, für welche interessieren Sie sich denn? Was mich noch interessiert ist, der Duft der indischen Küche, aber das ist leider da, da kann ich nicht hingehen, das würde mich sogar noch so interessieren. Naja, die kommen bestimmt noch mit welchen in Kontakt, die da waren, können sich noch Infos einholen. Genau. Vielen Dank für Ihr Interview. Sehr gerne, danke auch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Brauhaus und wir sammeln noch ein paar kurze Eindrücke zum Bierbrauen.